Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute geht es um neu gestaltete Charaktere bzw. ihr Aussehen, Kleidung, Rüstung. Ich rufe mal kurz die Shipjacker, die bisher gezeigten Shipjacker-Rüstungen in Erinnerung. Es gibt einen Sprint-Report, in dessen Rahmen wir die Bedeutung des Harvestable-Systems kennenlernen, einen neuen Waffenhersteller und den Arbeitsstand zur Bennu Defender erfahren. Und am Ende gibt es ganz viele neue Bilder von der 890 Jump bzw. ihren Unterdecks. Und nicht zu vergessen, ganz am Ende gibt es noch einen kleinen Hinweis auf die CitizenCon und ihre Booths. Mein ganz herzliches Dankeschön möchte ich ausdrücken für 25 gespendete Dollar an Dash, Deep Soul und Silver Dragon sowie für 15 gespendete Dollar. Vielen lieben Dank an Explorer Germany, Evo 1978, Gummibeil und Multipit F. Und vielen herzlichen Dank für 10 gespendete Dollar gehen an Andreas Kotschurov, Black Carson, Jelly X, DJ Red, Dr. Tyrell, Gunboy 65, Isle of Hope Corporation, Joel Fuchs, Yomnitech, Kindergarten, Luna, Marvin, Maddock, Optik, Ocean Drive, Runnen, Reinhard, Sarge 701 und Tota Kenny. Vielen lieben Dank an euch und auch an alle anderen, die mir mit dem ein und anderen Dollar auf Patreon helfen, ihr Dankeschön geben für die viele Arbeit, die in die Übersetzungen reinfließt. Dort findet ihr auch so alles Mögliche, was mir sonst einfällt, rund um Star Citizen. An diesem Wochenende beschäftige ich mich mit dem Squadron 42 Newsletter. Wir treffen uns einmal im Monat zum Klönschnack und ja, wie gesagt, zu dies und jenes seid herzlich willkommen. Und jetzt geht's rein in das ATV, hätte ich fast gesagt, in das ISC dieser Woche. Es gibt viele Wege, ein virtuelles Spieluniversum wie einen lebendigen, atmenden Ort erscheinen zu lassen. Von fremdartigen hin sich zu heimisch anfühlenden Plätzen durch gestaltende Objekte, die jedem Raum eine eigene Persönlichkeit verleihen und natürlich auch durch bestimmte Raumschiffe, bei deren Anblick man zum Zeitpunkt seiner Ankunft bereits weiß, in welchem Kulturbereich man gerade angekommen ist. Und natürlich auch durch entsprechend gestaltete Charaktere, mit denen man sich vielleicht sofort identifizieren kann und instinktiv ihre Rolle in dieser virtuellen Galaxie versteht. Vor diesem Hintergrund wird uns Jeremiah Lee einige Charakterkonzepte vorstellen, die jüngst gerade geprüft und zur weiteren Ausgestaltung freigegeben wurden. Das Character Concept Team hat einige Verkäufer und Ladeninhaber gestaltet. Bislang ist es so, dass diese NPCs im Verse recht generisch wirken, nicht zuletzt durch ihre 0815-Bekleidung. Hier sieht man jetzt den neuen Entwurf eines Barkeepers, den Jeremiah jüngst entworfen hat. Sein Ziel war es, der Figur etwas mehr Flair zu verleihen. Dasselbe für die Servicekräfte. Und auch mit den Köchen und der Bedienung in Restaurants hat sich Jeremiah beschäftigt. Das war eine ziemliche Herausforderung, denn wie sehen Köche eigentlich aus in Sci-Fi? Wenn auch heutige Köche nämlich eher minimalistisch gekleidet sind. Hier gab es mehrere Designanläufe, bei denen man letzten Endes zu einem Design gekommen ist, was immer noch an einen Koch, respektive Köchin, erinnert, aber eben eine mögliche Zukunftsversion davon ist. Aber kommen wir zu dem Stoff, der in aller Munde ist: Kopfgeldjäger. Das ist ein Design, nach dem Jeremiah häufig gefragt wird, und so bekommen wir hier einen ersten Blick auf erste Konzeptarbeiten von Kopfgeldjägern. Das Schwierigste beim Design der Kopfgeldjäger, Rüstungen, Klamotten ist, sie deutlich genug von den Shipjackern abzugrenzen. Shipjacker, um das euch nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, haben wir bereits seit geraumer Zeit immer mal wieder vorgestellt bekommen und wurden initial für Squadron 42 entwickelt. Erste Blicke darauf haben wir unter anderem im ATV vom 13. Juli 2017 bereits erhalten, sowie weitergehend am 1. März 2018. Und hier habe ich noch einen Entwurf aus dem Squadron 42 Newsletter vom Januar dieses Jahres. Zurück zu Jeremiahs Überlegungen und Entwürfen stellte er sich also die Frage, wie etwas nach einem Kopfgeldjäger aussehen könnte, ohne dabei zu sehr wie Mad Max zu wirken. Und die hier gezeigten Konzepte sind die Ergebnisse seiner Überlegungen.
Außerdem haben er und sein Team an Kleidung gearbeitet, insbesondere isolierende Kleidung für Microtech. Dieser Kleidung soll man ansehen, dass sie gegen frostige Temperaturen schützen soll. Sie ist also dick, soll aber gleichzeitig schick wirken und cool. Bei allen Konzepten gibt es, speziell bei Star Citizen, die Herausforderung, dass zum einen alles 900 Jahre in der Zukunft spielt. Zum anderen ist es aber auch ein Mix aus den Kulturen unseres Planeten, aber auch aus denen unterschiedlichen Rassen und auch aus Religionen. All diese Überlegungen hat man zu einem bunten Potpourri zusammengemixt und Chris Roberts war begeistert von den neuen Entwürfen. Das war ein kurzer Blick auf die aktuellen Arbeiten und das, was wir in nicht allzu ferner Zukunft im Verse sehen werden, sei es als Kleidung von NPCs, als auch möglicherweise Kleidung für uns Spieler. Weiter geht's in diesem Inside Star Citizen zum Sprint-Report. Das PU-Gameplay-Team in Europa arbeitet weiter an ihren Entwicklungen von nachwachsenden und zu erntenden Entitäten, also Spielobjekten, veränderbare Spielobjekten. Dabei geht es, das wurde in einem der früheren ISCs erzählt, nicht nur um nachwachsende Pflanzen, das sag ich jetzt, das sagt nicht das ISC, sondern auch zum Beispiel um Mineralien oder Erze, eben alles, was nachwachsen soll, damit wir Spieler nicht einen Bereich abfräsen, abgrasen können und dann ist das hinterher leer. Das möchte man nicht, sondern es soll nach einer gewissen Zeitspanne, bei Pflanzen kürzer, bei Mineralien und Erzen eben etwas länger, dann wieder Material zum oder Entitäten zum Abbauen vorhanden sein. Die nennt CIG übrigens Harvestables. Und das sogenannte Harvestable-System, das wird hier entwickelt und ist in einem noch sehr frühen Entwicklungsstadium, wird aber zusammen mit dem neuen Inventarsystem die Grundlage bilden für viele geplante Gameplay-Elemente. So wird es integraler Bestandteil des Actor-Status-Systems sein, auf dessen Grundlage unser Charakter Hunger und Durst verspüren soll, was es dann zu stillen gilt. So wird dieses kleine, eher unscheinbare System zu einem essentiellen Bestandteil eines Kern-Gameplay-Elements von Star Citizen. Weiterhin gab es ein Sprint-Team, das benutzbare Objekte, sogenannte Usables, für Barkeeper entwickelt hat. Die sollen mit diesen neuen Usables eine größere Bandbreite an Aktionsmöglichkeiten erhalten. Auch das scheint nur eine Kleinigkeit zu sein. Aber es sind genau diese Details, die das Spieluniversum zum Leben erwecken werden. Und auch hier möchte ich kurz einwerfen, für die Verse Night habe ich jüngst einige Ingame-Szenen aufgenommen. Und die Bars, respektive Barkeeper, die bedürfen noch einiges an Weiterentwicklung, um hier so etwas wie den Anschein einer lebendigen Spielwelt zu erschaffen. In puncto Waffen wurde an Laserkanonen gearbeitet, Schiffswaffen des Herstellers Kronak. Der verspricht hohen Schaden auf große Reichweite seiner Waffen, ohne etwas Lästiges wie den Zwang, Magazine nachfüllen zu müssen oder ähnliches. Schwer, zuverlässig, tödlich. Das ist Kronak. Und zuletzt erhalten wir einen Blick auf den Arbeitsstand der Bennu Defender. Entwurf und Design bedeuteten eine ganz besondere Herausforderung, weil es darum ging, den Stilkatalog als Grundlage einer gesamten Rasse, ihrer Zivilisation und natürlich ihrer Schiffe, wie zum Beispiel zukünftig der Bennu Merchantman, zu entwerfen. Die Bennu Defender soll mit dem Patch Alpha 3.7 ihren Weg ins Verse finden. Mit 68 Räumen und einem Frachtraum, der aller Voraussicht nach groß genug ist, um eine Ballista zu transportieren, ist die 890 Jump eines der zurzeit am meisten erwarteten Schiffe in der Entwicklung von Star Citizen. Insofern bekommen wir jede Woche einen neuen Blick auf und in dieses Schiff. Und so auch heute, wo wir uns die Unterdecks, die Lower Decks anschauen werden. Regular reviews at the moment, try and catch out all the last little things and close this ship out and get it ready for you guys. So, I'll give you a little update of some of the stuff that we've been working on lately. So here we have the. Hier haben wir den Frachtraum im hinteren Teil des Schiffes. Hier eines der vielen Details. Die Fracht wird per Lift ausgeladen, die Frachtluke dabei geschlossen. Aber durch ein kleines Fenster kann man Fracht- und End- bzw. Beladevorgang aus dem sicheren Raum heraus beobachten. Hier befindet sich auch ein Teil der Komponenten, genauer gesagt der Jump Drive. Gegenüber befinden sich alle weiteren Komponenten. At this end we've housed all the other main components down here. Maschinenräume.
quickly go up these stairs. I'm going to quickly just go through the rest of this deck, walk you through to the hangar. Hier haben wir die Kombüse bzw. Küche des Schiffes. Die Flammen bittet Peter zu entschuldigen und auch sonstige Effekte, da man sich aktuell mitten in der Implementierung und Abnahme der Special Effects befindet bzw. der visuellen Effekte. Natürlich gibt es für die Mannschaft vergleichbar luxuriöse Pausen- und Freizeiträume. Es gibt also Poolbillard, Computerkonsolen und Getränkekühlschrank. Das hier sind keine Rettungskapseln, sondern Aufbewahrungsräume, quasi Schränke für Schutzanzüge. Denn nebenan befindet sich der Hangar. Und für den Fall, dass hier keine Atmosphäre vorhanden sein sollte, hat man hier die Möglichkeit, sich schnell einen Raumanzug überzuziehen und so geschützt in den Hangar zu gehen. Natürlich gibt es eine Luftschleuse, damit man das Schiff nicht versehentlich entlüftet. Es ist ein großes Schiff mit einem großen Hangar. Und nicht nur das. Die gesamte Plattform des Hangars ist ein Lift und kann nach oben gefahren werden, um so Start und Landung der mitgeführten Schiffe so sicher und bequem wie möglich zu gestalten. The exterior, which, if you know the shape, it's a big flat wedge, and you'll be flush up there, and it'll make landing and taking off a lot easier, rather than trying to bring it in this place. Other things in here to note. Sollte der Hangar mal leer sein, kann man sich hier auch auf eine entspannte Runde Basketball spielen treffen, zu dessen Zweck man einen Korb angebracht hat, wie hier zu sehen. Wie gesagt, es ist ein großes Schiff. So groß, dass man an den Seiten des Hangars noch genügend Platz für weitere Frachteinheiten hat. So symmetrical on both sides, but essentially between all these pillars we've got room for a bit more. Vorne und hinten liegen die Zugänge zu Geschütztürmen des Schiffes. And then behind this door we've got access to the man turret that's mounted on the belly of the ship. Okay, so if we move on this. Geht man auf der anderen Seite raus, gelangt man in den Warteraum, in den Wartebereich. Wenn man also reiche Gäste an Bord aufnimmt, dann werden sie hier darauf warten, dass ihre 85X oder welches kleine Schiff auch immer fertig gemacht und im Hangar zur Verfügung gestellt wird. Durch diese Korridore hier geht es dann weiter zu den Gästebereichen. Der einzige Weg zwischen den Mannschaftsräumen, zu den Frachträumen und dem Hangar, der geht über zwei Aufzüge. Aber falls es zu Energieausfällen kommen sollte, gibt es natürlich die Möglichkeit, über Leitern die entsprechenden Bereiche zu erreichen. Hangar is two elevators, one either side. The other one was in the kitchen, if you spotted it. And then in the event if power's down, we always need to make sure there's a way of getting around the ship. So we've got a ladder here. I'll just jump onto this. Need to sync up that animation with the bars a little better, but that's just an easy edit. And you can take that to connect the guest pair to the ship from the lower ship. If I just quickly jump out of game mode, I can show you how the lighting might look in that scenario. Zum Abschluss bekommen wir noch die unterschiedlichen Beleuchtungszustände demonstriert, wie zum Beispiel normale Arbeitsbeleuchtung und Alarmbeleuchtung. Das könnte so ein Szenario sein, in dem die Aufzüge nicht funktionieren und wir Leitern benutzen müssen. Take the ladders to get around. I've only just switched it on here for this one bit to show you. Okay, so that brings us up to the main guest section. Hier kommen wir in den Hauptgästebereich des Schiffs. Hinter diesem Atrium geht es in den Spa-Bereich. The spa deck. So quickly drop into game so we can just have a walk around here, show you what different elements we've got on this deck. So as you go in. Hier rechts gelangt man in die Umkleide, für die wir im Inside Star Citizen der letzten Woche, meine ich, einige Einrichtungsgegenstände gezeigt bekommen haben, die sich hier nun wiederfinden. Direkt angeschlossen sind zwei Saunen und zwei Duschen. And two showers. Over this side we got. Hier um die Ecke befindet sich der Whirlpool. Viele von uns werden sich noch an das erste Design erinnern, das an eine Felsenhöhle erinnerte und von der Community die
Grotte genannt wurde. Die Designer beschlossen aber, dass es nicht zum Stil des Schiffes passt, weshalb man diesen Bereich noch einmal neu ausgearbeitet und gestaltet hat. Wir haben nun den Whirlpool als zentrales Element mit einer Wasserwand als künstlichen Wasserfall oder Wasserlauf, hinter dem man sich dann gegebenenfalls auch noch umkleiden kann. Am Grund des Whirlpools befindet sich ein Glasboden und darunter befindet sich ein Fischtank. Ein Aquarium, eine kleine Wasserwelt mit Felsen und Wasserpflanzen. Zukünftig werden hier auch noch Fische drin herumschwimmen. Here we get a fish deck. We'll get some fish swimming around in there. You can actually go in there, interact with the seats and sit down. Okay, so that's some of the rooms that we've been working on. Das war's mit der heutigen Führung durch die 890 Jump. Zwar nicht durch alle 68 Räume, wird hier gesagt, aber Peter hofft, dass es uns dennoch gefallen hat. Und zum Abschluss gibt's noch einen Hinweis auf die CitizenCon und die Community-Stände, die sogenannten Booths. Die sind in diesem Jahr zum ersten Mal nicht ausschließlich Orgas vorbehalten, sondern jeder kann sich dafür bewerben unter dem Link, der im Anschluss an das folgende kurze Video eingeblendet wird. It's for you. You're Ultima, right? I'm Ultima. All right, yeah. Energy and elements. This is great. I love this. Yeah. I'll have to watch the prices. Yeah. You guys gonna get dressed up or you? I've got my outfit. Yeah. What do you think? I like it. So look, this is awesome. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Cheers.